Schon wieder ein Business. Hallo und herzlich willkommen zum 11. New Management Talk. Heute geht es um die Frage, was braucht ein Unternehmen, was braucht ein Unternehmen, um dauerhaft innovativ zu sein? Außer Geld natürlich und ein paar Ideen, sondern was für ein Surrounding braucht es und wie kann man das schaffen? Und ich begrüße ganz herzlich den Marc Wagner, frisch gebackenen Head of Employee Experience bei Fiducia und GRD IT AG. Boah, ein Zungenbrecher. Mit ihm will ich jetzt in den kommenden 30, 35 Minuten genau dieses Thema näher beleuchten. Und wie immer seid ihr herzlich eingeladen, über den Live-Chat auf YouTube oder über die Kommentarfunktion bei LinkedIn eure Fragen, Anmerkungen, Kritik reinzubringen. Und wir versuchen, die dann hier mit aufzunehmen und ebenfalls zu diskutieren. Marc, du warst bis vor kurzem noch bei Detikon. Du bist von den Höhen des Beraterdaseins hinabgestiegen in die Ebene des praktischen Unternehmensalltags. Wie geht's dir? Wie waren die ersten Monate? Also ich bin ja jetzt seit 6 Wochen am Start. Sie waren sehr intensiv. Nicht, dass wir uns vorher nicht auch mit Umsetzung beschäftigt hätten, um das mal klarzustellen. Aber ja, sehr intensiv. Macht sehr, sehr viel Spaß. Aber wie du schon gesagt hast, ich meine, es geht jetzt halt darum, die Themen bis zum Ende umzusetzen. Und da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt. Als Berater kommt man immer so ein bisschen vorher raus. Genau, das meinte ich mit den Mühen der Alltagsebene und der Umsetzung. Der echte Berater springt genau 5 Minuten vorher rechtzeitig ab. Was wir bei Detikon nie gemacht haben. Nein, selbstverständlich. Aber ist völlig klar. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was Fiducia und GAD macht. Nicht jeder mag es kennen und es ist aber doch ein erstaunlich großes Unternehmen. Ich, für mich, bis ich mich damit beschäftigt habe, weil du da hingegangen bist, sowas wie ein Hidden Champion, also vor allem Hidden. Genau. Genau, ja, so ging es mir auch. Also ich bin ursprünglich ja auf die Stelle angesprochen worden und kannte das Unternehmen vorher gar nicht, wusste nicht, dass es ein genossenschaftlicher Verbund ist, was ich persönlich extrem spannend finde, auch gerade wenn es um moderne Organisationsformen geht. Wusste auch nicht, wie groß das Unternehmen ist. Wir sind ja über 4.000 Mitarbeiter, im Verbund über 7.000, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir sind diejenigen, die für die Volks- und Raiffeisenbankgruppe die IT-Dienstleistungen und die Plattformen zur Verfügung stellen und wie gesagt genossenschaftlich organisiert sind. Arbeite mich aktuell noch in die Strukturen. Ich bin ja jetzt kein geborener Banker und ja, ist sehr, sehr spannend. Aber ich kannte das Unternehmen vorher auch nicht und das müssen wir ändern. Ja, der Anfang ist gemacht heute. Du bist Head of Employee Experience. Das ist ein cooler Jobtitel, eindeutig. Aber was genau versteckt sich dahinter? Was machst du? Was ist deine Rolle, Aufgabe? Genau, ist nicht nur ein cooler Titel, sondern auch von den Aufgaben her extrem spannend, aber Spaß beiseite. Also vielleicht das Thema Employee Experience, das haben ja viele, die sich mit HR beschäftigen, schon relativ lange auf der Agenda. Im Airbnb waren ja so die ersten, die mit Mark Levy als Chief Employee Experience Officer diesen Begriff geprägt haben. Und die Idee dahinter, die ist so simpel wie aus meiner Sicht logisch und beschreibt für meine Sicht auch das, was Zukunft von der HR ist, nämlich das Thema, wie unterstütze ich oder eher, wie schaffe ich ein Umfeld, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des Unternehmens ihr Potenzial maximal einbringen können, dort ein entsprechendes Umfeld und vor allen Dingen eine gesamtheitliche Sicht zu schaffen. Das heißt, ganzheitliche Sicht bei uns im Bereich ist das ganze Thema Immobilien. Bei uns im Bereich ist das Thema HR ohne die Lernelemente. Die Lernelemente haben wir in einem auf quasi gleicher Ebene befindlichen Bereich ausgelagert, weil wir das Thema Lernen als extrem wichtig ansehen. Bei mir im Bereich ist auch das Thema interne IT, also Digital Workplace.
Und das hat sich danach dann noch im Weiteren herausgestellt, das Themenfeld Nachhaltigkeit und Gesundheit. Also breiter Blumenstrauß an Themen, den es jetzt gilt, halt ganzheitlich zu denken und ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Ja, so auf den ersten Blick klingt es ein bisschen nach Bauchladen. Alles, was irgendwie noch, was noch da war, hat man den Eindruck zusammengefasst. Aber jetzt ernsthaft, was ist der Connex beispielsweise zwischen Facility Management und HR? Genau, also das Gute daran ist, der eine oder andere von euch jetzt, der hier zuschaut, wird wahrscheinlich wissen, dass ich mich schon relativ lang mit dem Thema New Work beschäftige, da ja auch fast schon, also Evangelisten, der Begriff ist scheiße, aber eher missionarisch unterwegs gewesen sind, immer mit der Botschaft, lasst uns das Thema neues Arbeiten ganzheitlich denken. Und wer sich so ein bisschen erinnern kann, der weiß, dass ich immer darauf plädiert habe, die Dimensionen People and Organization, Principles, Regulations, Platform and Places und Technology and Data gesamthaft zu denken. Was in Projekten, die ich dann begleiten durfte während meiner Beraterzeit, dann immer unglaublich zäh und schwierig war, weil du die funktionalen Silos hattest, immer eine andere Agenda. Der eine war effizienzgetrieben, der nächste innovationsgetrieben, wieder einer war keine Ahnung wie getrieben und du musstest das übereinander bringen. Und jetzt in dem Kontext ist zumindest meine große Hoffnung, wird man das Thema Employee Experience halt ganzheitlich direkt denken können und nicht immer auf diese Silo-Grenzen stoßen. Also von daher mag es sich wie ein Bauchladen anhören, aber aus einer Sicht eines New Workers absolut logisch. Ist Employee Experience für dich, also so wie du das gerade beschrieben hast, diese umfassende ganzheitliche Sicht auf dieses Thema? Wir haben bei Haufe ja auch dieses 3D-Modell, Mensch, Organisation, Technologie, und es ist ein gleichschenkliges Dreieck, und wenn du was veränderst, muss es quasi immer gleichschenklig bleiben, sonst funktioniert es nicht. Also wenn du das in eine Richtung weiterziehst, dann ist es nicht besonders erfolgreich. Also ist dieser Ansatz für dich der Schlüssel, um eben diese Arbeitsumgebung, die Kultur zu schaffen, in der dann Innovation passieren kann? Also nicht nur Innovationen, sondern eher der Schlüssel, damit Unternehmen überhaupt erfolgreich sein können. Wie wir es eben schon dargestellt haben, wir natürlich jetzt bei der Sicht auf Employee Experience noch ein paar Elemente mehr. Also gerade das Thema wirklich physische Arbeitsumfeldgestaltung, mit dem ich mich auch schon sehr lange beschäftige und von dem ich maximal überzeugt bin, welchen großen Effekt das hat, was jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ja durchaus auch eine Herausforderung stellt. Das würde ich halt noch ergänzen. Aber an sich, die drei Elemente, dieses Dreieck, was du angesprochen hast, das sind auf jeden Fall integrale Bestandteile. Das ist auch der Grund dafür, dass wir zum Beispiel bei uns in dem Team das ganze Thema Organisationsentwicklung, Prozessthemen, Analytics ebenfalls mit vereinbart haben oder mit integriert haben, weil es halt ganz wichtige Bestandteile sind, um eine optimale Employee Experience zu erzielen. Klingt übrigens nach einem Riesenbereich. Wie viele Leute seid ihr denn? Ja, das ist aktuell, wir befinden uns gerade in einer Transformation, in einer agile Struktur, die sich stark an dem, was man so Spotify-mäßig kennt, anlehnt. Die wird im Oktober live geschaltet. Und von daher schaffeln wir noch ein bisschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und her. Nach aktuellem Stand so um die 200. Nochmal ganz kurz zurück auch zu diesem vorhin angesprochenen Connect zwischen Facility Management oder sagen wir mal Büroeinrichtung, Ausstattung, Gestaltung. Da würde ich mich verwehren. Was? Bürogestaltung? Da haben mich schon immer die Kollegen bei der Dedicon aufgezogen. Da kommt der Wagner wieder mit seiner Einrichtungstruppe, weil es geht weiter darüber hinaus. Ja, nee, gut. Aber ich wollte ihn nicht unterbrechen. Was ja im Moment durchaus diskutiert wird, wir hatten dazu auch ein ganz spannendes Interview und ich habe ein paar Sachen gelesen und ich denke, die nächsten Monate wird es noch intensiver werden. Die Zukunft des Büros, also die Funktion des Büros, jetzt wo ganz viele Menschen gesehen haben, dass Remote Work
nicht nur, aber doch auch Vorteile hat und dass die Arbeit eigentlich ganz gut funktioniert, auch wenn man nicht jeden Tag von X bis Y Zeit im Büro verbringt. Denkt ihr auch darüber nach, wie sich und ob sich die Rolle und die Funktion vom Office ändern wird für die Zusammenarbeit? Total. Total. Also ich habe ja das Riesenglück, dass ich oder dass wir in dem Team Experten haben, die wirklich aus dem Immobilien-Facility-Management-Bereich kommen, Elektrotechniker, Bauingenieure, Architekten etc. Und von daher uns auch wirklich tiefgehend inhaltlich mit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir ein physisches Arbeitsumfeld geschaffen, was in wirklich einen harmonischen Einklang mit Themen wie mobilen Arbeiten, Homeoffice etc. Läuft und was vor allen Dingen das, über das wir schon relativ lange reden und was dann oft sehr halbherzig umgesetzt wurde, in Form von dem Activity-Based Working-Ansatz umgesetzt wird, nämlich zu sagen, ich schaffe ein Arbeitsumfeld, in dem die Arbeitsprofile des Unternehmens, die ja ganz unterschiedlich sein können, optimal unterstützt werden. Und das heißt halt am Ende des Tages nicht Pool-Office pauschal, das heißt auch nicht am Ende des Tages Desk-Sharing pauschal, das heißt aber auch nicht Einzelbüro und das heißt auch nicht, also sondern das ist eine extrem differenziert zu betrachtende Geschichte. Wo sich Ansätze jetzt gerade unter den Erfahrungen, die wir mit Corona gesammelt haben, also Stichwort, Leute haben massiv Reisekosten einsparen können. Hat sich herausgestellt, dass viele Themen, von denen man gedacht hat, dass die nicht von zu Hause aus laufen können, von zu Hause aus laufen. Hat sich aber auch gezeigt, dass bestimmte Themen, die man zu Hause versucht hat, dann abzubilden virtuell, dass sie nicht so gut funktionieren. So, und deswegen, glaube ich, wird das eine unheimlich spannende Herausforderung in der Zukunft zu sehen, was ist ein optimales Arbeitsumfeld und wie nutzen wir die Erfahrungen, die wir jetzt haben, sammeln dürfen? Das ist ja eines der wenigen positiven Effekte von Covid-19, dass es diesem Thema mobilen Arbeiten einen Push gegeben hat. Also wie kommen wir da zur optimalen Lösung? Und damit beschäftigen wir uns massiv, bauen gerade einen neuen Campus, sind da mittendrin. Da spielen all diese Fragestellungen eine Riesenrolle. Bis hin auch, wir haben auch das Thema gesundheitliche Fragen. Wie gehen wir mit Freiflächen um? Wie sorgen wir für Bewegung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie gehen wir mit Covid-19 jetzt um und was machen wir dann in der Zukunft? Also das ist sehr, sehr spannend und sehr wichtig. Wenn all dies, was du gerade beschrieben hast, sozusagen dann die Employee Experience ausmacht, also sprich, ich habe ein Arbeitsumfeld, wo ich mich erstens wohlfühle, wo ich zweitens alles an Technologie zur Verfügung habe, was ich brauche, wo ich so arbeiten kann und mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann, wie es für dieses Projekt, für diesen Moment nötig ist. Ich habe sogar noch ein bisschen Gesundheitsmanagement drumherum und vielleicht Jobrat. Ist das das du hast vorhin gesagt, das ist der Schlüssel dafür, dass Unternehmen erfolgreich sein können. Andersrum, wenn ich Komponenten davon nicht habe, ist es dann der Weg in den Misserfolg? Das ist natürlich sehr schwarz-weiß. Also ich glaube, es ist der Weg in den, jetzt habe ich so eine starke Rückkopplung, vielleicht wer auch immer sich mit dem Ton beschäftigt. Super, jetzt ist super, jetzt perfekt. Also ich glaube, das ist kein Schwarz-Weiß-Thema, sondern mein Punkt ist der, ich habe viel erleben dürfen, welche tolle Wirkung eine Kombination dieser Elemente, eine optimale Kombination dieser Elemente auf Performance hat. Weil darum geht es am Ende des Tages. Ist mir auch ganz, ganz wichtig in der Diskussion zur Employee Experience. Employee Experience ist nicht Obstkörbchen. Employee Experience ist nicht viel Good Manager. Employee Experience ist nicht das kostenlose Fitnessstudio, der kostenlose Kaffee. Employee Experience heißt am Ende des Tages, ich schaffe ein Umfeld, in dem wir maximalen Wert Richtung Kunde und zwar Richtung Endkunde leisten können. Und da zählt für mich dazu, dass Mitarbeiter gesund sind. Da zählt für mich dazu, dass Mitarbeiter entlastet werden von Administration. Riesenthema. Da zählt für mich dazu, dass Technologie so ist, dass man Bock drauf hat, sie zu bedienen. Und dass sie funktioniert. Ich denke so an unsere Vorgeschichte. Ja, genau. Es war jetzt eine Punktlandung hier und es funktioniert. Also da gehören Dinge dazu, die ich auch ganz klassisch in der Diskussion, wie sieht eine optimale Customer Experience aus, die ich genauso ja führe. Warum nutze ich bestimmte Produkte? Weil sie cool sind, weil sie einfach sind,
weil sie mir Zeitfresser nehmen. Weil Zeit ist ja so das wichtigste Gut. So, und das funktioniert nur, wenn ich diese Themen integriert betrachte. Sonst wird es unglaublich aufwendig und die Ex-Kollegen verzeihen mir die Bemerkung, da brauche ich viele Berater und das wollen wir nicht. Das Thema war ja, was Unternehmen brauchen, um dauerhaft innovativ zu sein. Ja. In der Vorbereitung bin ich nochmal auf ein Interview gestoßen, das wir mal führen durften mit Linda Hill von der Harvard Business School. Und in dem Interview hat sie gesagt, ich muss jetzt mal ablesen, Entschuldigung. Alles gut. The competition of today and tomorrow is about end-to-end experience for the customer. Therefore, the whole enterprise has to be prepared to be innovative. Es gehe darum, einen innovative Mindset zu schaffen. Aus deiner Sicht, sowohl mit deiner Unternehmensberatererfahrung als auch jetzt als Head of Employee Experience, wie schaffe ich denn diesen Innovative Mindset mit allem, was dir zur Verfügung steht, worüber wir gesprochen haben? Also erstmal finde ich Linda total cool und klasse, dass ihr die Chance hattet, mit ihr zu sprechen, weil gerade dieses Statement teile ich halt zu 100%. Ja? Also auch diese Denke in Richtung Endkunde, by the way, dass auch Agilität und moderne Strukturen ein Mindset- und Kulturthema sind, ist ja fast schon ein No-Brainer. Es kann ja, also ich will jetzt nicht böse sein, aber es kann fast schon keiner mehr hören. Das erzählen wir gerne auch immer auf Bühnen als alles ein Kultur- und Mindset-Thema. Und das unterstreiche ich zu 100%. Die Frage auch da, du hast mich ja da zu Beginn so ein bisschen versucht, aus der Reserve zu locken. Da kommt es halt auch auf die Umsetzung an. Ja, das ist auf einer Folie, das ist als Wert formuliert, ist das eine total tolle Sache, das ist als Teil von Management-Seminaren etc. eine tolle Sache. Auch zu sagen, Agilität ist nicht Prozess oder Organisation, sondern ist ein Kultur- und Mindset-Thema, habe ich auch immer erzählt, den Kunden gegenüber. Und das unterschreibe ich, aber wie setze ich es denn um? Ja, da wird es spannend. Und ich glaube, da leistet Employee Experience in der Form, wie wir es gerade diskutiert haben, wesentlichen Beitrag. Aber würdest du so weit gehen und sagen, dass Innovationsfähigkeit eines Unternehmens mehrheitlich ein Kulturthema ist oder ist es dann doch auch ein Exekutions- und Business-Thema? Ja, ich würde es gar nicht so trennen. Also es ist erstmal ein Kulturthema auf jeden Fall und ein Exekutionsthema erst recht. Es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemeint hat, ich glaube, es war ein Artikel im Harvard Business Review, die zwei Seiten der Medaille von Innovation. Da habe ich auf der einen Seite die Themen, die so, sich so schön anfühlen, oh, Ideation und Design Thinking und alle kommen zusammen, kleben Post-its, basteln einen Mock-up, oh, offen, transparent, tüdelü. Und dann ist auf der anderen Seite, das wird dann so als die Dark Side dargestellt, die Sachen, die gar nicht so viel Spaß machen. Nämlich zu sagen, ich muss laufend radikal Ressourcen priorisieren. Der Punkt zu sagen, ich glaube, die Formulierung war Zero Tolerance for Inkompetenz. Also wirklich ganz krass auch mal durchzuregieren und zu sagen, okay, jetzt haben wir hier genug gespielt und wenn wir nicht in der Lage sind, die Themen auf die Straße zu bringen, dann müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, auch über die Kompetenzen, die wir für die Umsetzung am Start haben. Also ich glaube, deswegen unterschreibe ich beides. Es ist ein Kulturthema. Es ist mehr ein Kulturthema als ein Arbeitsumfeld- und Technologiethema, aber auch nicht nur. Und es ist vor allen Dingen ein Umsetzungs- und Exekutionsthema. Ich starte im Moment meine Präsentation immer gerne mit einer Folie, wo Bill Gates ist ja auch immer gut, aber ich glaube, es war Steve Jobs, sei es drum. Noch besser. Steve Jobs, Elon Musk, wer auch immer. Und es war so sinngemäß, Leute, die wissen, wovon sie reden, brauchen kein PowerPoint. Ja? So ähnlich würde ich es auch umschreiben. Wir schmeißen uns zu oft mit Folien, Dokumenten und es kommt halt auf die Umsetzung an. Auf dieses Thema Zero Tolerance for Incompetence möchte ich am Ende nochmal kommen, weil wir dann auch noch auf die Führungsfrage kommen. Und, ja. Exekution und Umsetzung hat, oder Execution, Exekution ist jetzt im Deutschen der falsche Begriff. Also die Umsetzung hat ja bestimmt auch was mit der Form der Führung zu tun, aber in Vorbereitung auf das Interview, auf das Gespräch hier, habe ich auch noch deinen Artikel bei Xing gelesen über die Angstfreiheit im Unternehmen.
Wenn ich jetzt auf der einen Seite sozusagen, ich muss auch harte Entscheidungen treffen, ich diese Zero Tolerance und so weiter und gleichzeitig ein angstfreies Umfeld. Wie passt das zusammen? Er ist ein schwieriger Balanceakt. Also ich glaube, es geht aber sehr, sehr gut zusammen, weil es geht ja weniger um die Frage, und deswegen sind halt auch so Pauschalstatements oder so Begriffe, die man dann auf einer Folie hat, halt viel zu verkürzt oder zu digital. Es geht zum einen um den Punkt, natürlich ein Umfeld zu schaffen, in dem ich experimentieren kann, in dem ich mutig sein kann, in dem ich Fehler machen kann. Indem ich aber auch lerne, und das ist so die eine Seite, das müssen wir schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir nicht, dann können wir nicht langfristig erfolgreich sein. Weil das hat, da habe ich mich mit einem Kollegen so ein bisschen jetzt gebettelt auf LinkedIn, der hat dann irgendwie gesagt, ja, die Rebellen, wenn die dann kommen, dann werden die rausgeschmissen und das ist irgendwie Aufforderung zur Selbstkündigung und keine Ahnung, irgendwie Kontra zu geben. Es geht ja nicht um das Kontra geben und mit mutigen Ideen einfach so unreflektiert um die Ecke zu kommen, sondern das fundiert zu machen, das dabei vorher nachgedacht zu haben. Es geht nicht um planlos mutig sein, sondern um sinnvoll mutig sein und zu sagen, okay, ich kann hier einen Wertbeitrag leisten, ich kann Wert steigern und dann zu sagen, ich traue mich dann auch mal die Hierarchie zu überspringen. Und dieses Zero Tolerance for Inkompetenz, wie es so schön in diesem Harvard Business Review drin stand, das würde ich so als einen abstrakten Satz im Raum auch nicht stehen lassen. Ich würde es eher formulieren, keine Toleranz für null Veränderungsbereitschaft oder für keine Bereitschaft, sich mit neuen Themen zu beschäftigen oder Veränderungen aufzunehmen oder Kompetenzlücken, die ich bei mir persönlich erkenne, bereit sein zu schließen. Ja, das ist ja auch oft sowas, dass man sich gerne, kenne ich auch von mir selbst, hinter dem Bestehenden versteckt, anstatt zu sagen, lass mal nach vorne zu gehen, zu gucken, was fehlt mir vielleicht noch, um ein Thema besser zu lösen oder ein Thema besser in der Zukunft zu lösen. Also deswegen geht es mir mehr darum, eine Differenz in sich zu bringen und zu gucken, wie alles dafür zu tun, Wert zu schaffen in Richtung Kunde. Ja. Und auch dieses Fehlerkultur-Thema finde ich im Übrigen auch, unterschreibe ich gar nicht. Ich finde nicht, es geht nicht um Fehlerkultur, sondern es geht um Lernkultur. Ein Fehler, aus dem ich nichts lerne, wo ich mich auf die Bühne stelle, deswegen bin ich auch kein Fan von reinen Fuck-Up-Nights, wo Leute erzählen, was sie mal, kann ich auch ganz viel von erzählen, wie ich vor die Wand gefahren bin und so weiter. Das ist total unterhaltsam, aber es geht nur darum, habe ich daraus was gelernt und was habe ich daraus gelernt, um den Fehler nicht nochmal zu machen. Jetzt hast du vorhin eingangs erzählt, dass also ihr habt hier den Bereich Employee Experience mit all dem, worüber wir gesprochen haben, und ihr habt den anderen Bereich Lernen. Ja, genau. Den Kollegin macht, also genau, wo es um Lernen und um Change geht. Genau. Aber wenn das jetzt quasi doch auch elementarer Bestandteil von dieser Unternehmenskultur oder von der Mentalität, von dem Spirit ist, mit dem die Leute arbeiten, wie eng arbeiten denn Employee Experience und Learning bei euch dann zusammen oder perspektivisch, wie ist das gedacht? Extremst eng. Das ist auch, sag mal, die Architektur, die wir oder unser CHRO gewählt hat, ist de facto die, dass das Lernen einen so hohen Stellenwert hat aus Sicht des Unternehmens, weil Lernen auch Lernen in dem genossenschaftlichen Verbund mit beinhaltet und auch aus klassische Ausbildungsthemen. Also es ist weiter, als wir das zum Beispiel bei einer Dedekon vorher hatten, dass es auf absolut auf Augenhöhe ist, plus auch das Thema Change und Kultur. Und wir arbeiten ganz eng zusammen. Also viele der Themen, die sich um Arbeitsumfeld, um Technologie, um HR, IT drehen, haben eine direkte Auswirkung auf das Thema Lernen und Change und Transformation. Und darum sind Tina, das ist die Kollegin auf der Learning-Seite, und ich quasi im Daueraustausch, Dauerabstimmung, und designen die Themen gemeinsam. Es sind zwei Bereiche, was ich halt sehr gut finde, weil beide Themen halt gleichermaßen einen hohen Stellenwert haben fürs Unternehmen. Es sind im Übrigen drei. Also wir haben noch einen Bereich, der das Thema Mitbestimmung managt, also so quasi Mitbestimmung 4.0, wenn man so will, also ein professionelles Betriebspartnermanagement, weil bei uns
die Mitbestimmungsgremien halt eine sehr entscheidende Rolle spielen, sehr eng eingebunden sind, etc. Also wir haben quasi drei Bereiche, die HR gestalten. Oh, ich habe eine Frage aus dem Chat, die stelle ich jetzt hey. Mal. Ja. Okay. Ja, immer gerne. Patrick Maloney von Hering Schuppener fragt, sind Lernangebote nicht auch Bestandteil? Ja, das war ja ungefähr. Wenn es Ihre Aufgabe ist, das Umfeld zu schaffen, müssen Sie nicht auch die Lernen? Das haben wir eigentlich, glaube ich, gerade schon besprochen. Es ging ja, um genau. Es ist so. Ich kann wir waren zu schnell, leider. Waren so schnell. Ist absolut so. Ist absolut so. Ja. Ja. Also im Kern ist es ja dann doch ein. Also wenn ihr so eng zusammenarbeitet, wie du gerade gesagt hast, ist es ja quasi ein Bereich. Über das Thema Lernen würde ich wahnsinnig gerne weitersprechen, nämlich wie ihr das aufzieht und wie ihr informelles Lernen da mit hineinnehmt und so weiter. Und wie ihr dann gerne mit der Kollegin. Das machen wir dann nächstes Mal. Was ich auch noch interessant fand, war eben dieses Thema Innovationsfähigkeit braucht auch klare Entscheidungswege. Ja. Und es muss klar sein, wer was entscheidet. Und das bringt mich dann dazu, mal zu fragen, was heißt das denn für die Führung? Also viel war ja auch immer die Hoffnung, dass wenn man Hierarchien so weit wie möglich abbaut, dass man dann innovativer wird. Oft war es dann aber doch auch damit verbunden, dass am Ende doch niemand irgendeine Entscheidung getroffen hat. Was nicht heißt, dass es in hierarchischen Unternehmen so ist, dass dauernd super gute Entscheidungen getroffen werden. Aber also wie sieht denn die Führung aus in einem Umfeld, wie du skizziert hast, wo eine Lernkultur herrscht, wo möglichst angstfrei an neuen Ideen gearbeitet wird, in einer super guten Umgebung. Aber welche Aufgaben hat Führung da in diesem Umfeld? Das ist ein unheimlich spannendes Thema. Also ich finde, das ist so eins der ganz, ganz zentralen Fragestellungen gesamthaft im Unternehmen. Was heißt zukünftig Führung, Leadership oder wie auch immer man das nennen mag? Weil du hast ja folgenden Effekt, dass du in agilen Organisationsstrukturen oder in, agil kann ich mittlerweile nicht mehr hören, in sehr anpassungsfähigen Strukturen, die die Kompetenzen optimal einsetzen, ja, und schnell auf Veränderungen reagieren. Also das sind für mich so die zwei wichtigsten Punkte bei Agilität. Dass ich da den einen Effekt habe auf der Ebene der Führungskräfte, die sich oft, jetzt habe ich hier so einen Widerhall, vielleicht mal, Dankeschön, super. Dass ich ja oft diese Diskussion habe, hey, Führungskräfte haben Statusverlust und so weiter und so fort und die sind vielleicht nicht mehr so wichtig. Das ist schon mal erst totaler Trugschluss. Weil natürlich geben Führungskräfte einen Teil der Entscheidungsprozesse in das Team, sonst machen agile Strukturen keinen Sinn. Aber, ich habe sehr häufig erlebt, dass die Rolle, die Führungskräfte und Leader in der Zukunft dann haben werden, nämlich eine Vision vorzugeben, ein wirklich klares Zielbild vorzugeben und vor allen Dingen Rahmenbedingungen vorzugeben, in denen diese agile Wertschöpfung dann auch effizient und effektiv erfolgt und diese Regeln dann auch durchzusetzen und einzuhalten, dass das viel zu oft übersehen wird. Ja, da ist es eher, oh, ich habe dann keine direkten Mitarbeiter mehr. Also auch wir haben die disziplinare schon fachliche Führung zum Beispiel getrennt. Aber die Rolle der Führungskräfte, der Leader der Zukunft ist unglaublich entscheidend. Inspirierendes Zielbild vorgehen, wo Mitarbeiter sich darauf einschwören und ganz klare Rahmenbedingungen definieren und durchsetzen. Ganz, ganz wichtig. Sonst wird das total ineffizient, habe ich oft erlebt. Und meine ehemaligen Kollegen, die haben gern das Bild des Hippie-Camps dann bemüht, gesagt, okay, Agilität, die ist schlecht umgesetzt, es ist Hippie-Camp, hey, wir fühlen uns alle cool und super, aber so richtig produktiv ist es nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn es mir jetzt gelingt, Entscheidungsprozesse und Elemente aktueller hierarchischer Führung in Teams zu übergeben, dann muss ich dort Personen haben, die in der Lage sind, das aufzunehmen und effizient umzusetzen. Weil viele schreien gerne nach, oh, Verantwortung, Entscheidung treffen wollen. Und wenn man dann Verantwortung, Entscheidung da reingegeben hat, dann kommt entweder, oh Mist, so habe ich mir das nicht vorgestellt, will ich jetzt eigentlich doch nicht machen, kann ich mal die Geschäftsleitung entscheiden oder dann die Ebene, die halt noch so hierarchisch da ist. Oder
es kommen halt Sachen daraus, und das habe ich selbst leidlich erfahren in den Rollen, die ich vorher hatte, weil ich da auch oft sehr naiv unterwegs war. Es kommen halt Themen raus, die den Anspruch maximalen Wert Richtung Kunden überhaupt nicht genügen, weil jeder macht sein Liebhabereithema. Also wir sind zum Beispiel in der Beratung dem Thema Mindfulness hinterhergerannt, bis der Arzt kommt. Das ist ein super Thema, finde ich auch unglaublich wichtig, bin ich total von überzeugt, haben wir nur kein Geld mitgemacht. Haben aber ohne Ende Ressourcen reingesteckt, weil es halt ein Liebereithema war und wir diese wertemäßige Priorisierung nicht richtig vorgenommen haben. So, und das heißt für mich, dass das Thema Führung ein ganz komplexes wird und dass das gesamthaft im Unternehmen betrachtet wird. Eigentlich muss jeder im Unternehmen, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter muss sich mit dem Thema Führung beschäftigen. Also nicht nur die Führungskräfte, sondern jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, weil jeder Mitarbeiter hat nachher, ist in irgendeiner Form für Leadership und Führung verantwortlich. Wir haben dabei, wenn ich auch, muss ich sagen, einer der CEOs, der mich massiv auch geprägt hat, war der Francis Depré, damals bei der Dedicon 2013 Transformation vorangetrieben hat. Der hat das Leadership-Thema so stark gestresst, dass jeder Mitarbeiter ein Leadership-Training bekommen hat. Warum? Weil die Aussage war, und die teile ich, wenn jemand von der Uni kommt, dann ist das Erste, was er braucht, oder nicht von der Uni eine Ausbildung hat oder wie auch immer, Self-Leadership. Nein. Ich muss mich erstmal selbst organisieren können. Ich muss mich einbringen können, effizient in ein Team. Das ist Leadership. So, und der Tribe-Head oder der Tribe-Lead, Chapter-Lead, Squad-Lead, wie auch immer man es nennt, der hat dann halt eine andere Art von Leadership. Aber Leadership ist für alle da. Ja. Also alle müssen sich damit beschäftigen, weil sonst haben wir ganz viele Placebo-Organisationen. Oder Cargo-Kult, sagt, glaube ich, Winfried immer so gerne. Ja, genau. Ja, genau. Winfried, Cargo-Kult, wobei ich glaube, das hat er vom Dück. Das kann sein. Genau, wir lernen von den Besten. Genau. Das ist super. Also Leadership wird übrigens auch in der kommenden Woche dann Thema vom New Management Talk sein, wenn Sabine Kluge zu Besuch ist. Ah, die, cool. Ja, werde ich ausrichten, die ja mittlerweile bei der Deutschen Bahn die Führungskräfteentwicklung macht. Ja. Und da ihre ganze Erfahrung und Begeisterung für Woll und ähnliche Sachen mit einbringt, das könnte wahrscheinlich auch in der Deutschen Bahn durchaus spannend werden. Deswegen, nicht nur dort. Das werden wir nächste Woche besprechen. Jetzt zum Abschluss, hier ist noch eine Frage reingekommen, die ist handfest. Ja. Von Roman Hagmann, was sind die drei schlimmsten Fehler, die eine Firma machen kann, wenn sie mit dem Thema Employee Experience und worüber wir jetzt die letzte halbe Stunde gesprochen haben, starten möchte? Super gute Frage. Also der erste Punkt ist, die Sprachbarrieren, die man, wenn man startet, in einem solchen Bereich, der funktional übergreifend Themen bearbeiten soll, die zu unterschätzen. Ich habe ich hatte das große Glück, dass ich sowohl Softwareentwickler war, eine IT-Firma hatte, Finance-Themen gemacht habe, HR-Themen und Nachhaltigkeitsthemen. Also ich habe quasi die Sprache jeder Domäne zumindest mal bis zu einem bestimmten Punkt mitbekommen. Und die Sprachbarrieren, die zu Beginn bestehen, die sind nicht zu unterschätzen. Ja? Also die Sprache eines ITlers ist völlig anders als die von jemand, der sich mit Immobilien beschäftigt. Da muss ich mehr Zeit für nehmen. Ja? Also da muss ich mehr Zeit für nehmen. Da muss ich ein gemeinsames Verständnis schaffen. Das ist für mich der erste Fehler, der oft gemacht wird, direkt rein und los und das nicht aufzulösen. Der zweite Fehler ist aus meiner Sicht, das Steuerungsmodell, was man in diesem Bereich dann aufsetzt, das nicht konsequent in die Umsetzung zu bringen, wenn es um die Frage geht, was ist maximale Wert Richtung Kunde, Endkunde und damit für den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den bedienen muss. Also die Frage, wenn ich mir die nicht immer wieder stelle, dann werde ich relativ schnell, bin ich dann doch beim Obstkorb und bei dem kostenlosen Kaffee. Und ich glaube, es war noch ein dritter Punkt. Ein dritter Punkt war noch gefragt. Muss ich jetzt mal wirklich überlegen, was da der dritte Punkt ist oder sein können. Ja, also ist auch der Klassiker, halt so stark über das Thema Technologie zu kommen. Ja, also Technologie ist ja das, wo man immer gerne mit startet, weil da hat man die coolsten, neuesten Themen. Aber auch da gilt wirklich,
dann teilweise auch etwas platte Spruch, mit dem wir gestartet sind, es geht um Kultur- und Mindset-Fragestellungen und das sollte man dabei nicht vergessen. Die Fragen muss man zuerst beantworten, also die Fragen rund um Führung, um kulturelle Themen, auch um, wie geht man mit dem Thema Nachhaltigkeit um, was ich extrem spannend finde, bevor man dann sagt, okay, ich nehme mir mal Tool XY und keine Ahnung, beschäftige mich mit HR Analytics oder sonst was. Ja. Auch wenn sich das total fancy und cool anhört. Und letzter Punkt, das merke ich gerade, weil das Arbeitsniveau ist gerade total krass. Fokus ist nicht meine Stärke, muss ich immer wieder, weil ich doch recht begeisterungsfähig bin. Man kann sich halt bei so vielen Themen, die man hat, echt krass verzetteln. Und das ist unglaublich wichtig, bei der Spanne dann zu fokussieren und sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen für die Umsetzung. Super, das war eigentlich ein schöner Schluss. Fokus und Zeit nehmen für die Umsetzung. Vor allem das Thema Zeit. Ich halte fest, Employee Experience ist die Basis für den Erfolg, den langfristigen. Das war deine erste Aussage. Employee Experience ist ein relativ weit gefasstes Feld, wenn man so möchte, wo Bürogestaltung, Technologie, Kultur, Führung, all die Dinge zusammenspielen, inklusive Nachhaltigkeit. Und das Ganze schafft dann das Umfeld, in dem auch Innovation gelingen kann. Und Innovation braucht am Ende aber auch klare Entscheidungen und den Willen, es umzusetzen und vielleicht auch den Fokus. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Genau, also hast du sehr schön gesagt, Christoph. Also ich glaube, dieses, du hast am Ende gesagt, und vielleicht auch auf jeden Fall den Fokus insbesondere auf Umsetzung. Ja, heißt ja immer so schön, Ideen sind oder Ideas are cheap, Implementation matters, ist auch so ein schöner Glückskeksspruch, aber den kann man sich halt immer wieder in die Erinnerung rufen, wenn man sich mit schönen neuen Themen beschäftigt. Wie kriege ich es nachher umgesetzt? Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich, Marc. Du, das danke dir. Die Zuschauer und Zuhörer nicht. Marc hat es auf die Minute genau nach Hause geschafft, weil er in einem Monsterstau stand, von dem er nicht gerechnet hatte. Dazu die. Genau, auf einer Strecke von 5 Kilometer vom Büro ins Homeoffice in Corona-Zeiten. Das lässt echt tief blicken. Und trotz allem warst du hier voll fokussiert. Und dafür danke ich dir sehr. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Ja, absolut. Ich hoffe, euch draußen an den Endgeräten auch. Und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiedersehen, wenn Sabine Kluge hier ist und wir das Thema Leadership nochmal vertiefen und ausbauen. Und ja, dann wünsche ich einen schönen Restdonnerstag und dann ein schönes Wochenende und tschüss. Tschüss, alles Gute. Ciao.